Princess Peach is on the run. So, haben wir alles hier fertig gemacht? Nee, da fehlt noch eins, oder wie? Ach Quatsch, ich war unten, ne? Jetzt muss ich wieder nach oben gehen. So war das. Benji! An das Dreamsnet setze ich mich nächste Woche dran. Hab schon einiges im Kopf. Oh, bitte, ich bin gespannt. Auf eure kreative Idee bin ich sehr gespannt. Wie frech wir heute wieder sind, Toffi. Ach, ja, natürlich. Ihr kennt mich nicht anders. Natürlich bin ich frech. Wenn ich nicht frech wäre, wäre das ja total langweilig. So, wir gehen jetzt da rein. Warum glänzt die eigentlich so? Guck mal, wenn ich stehen bleibe, kommt die kurz raus. Und dann glänzt die wieder. Ich weiß nicht. Also mein Stern, der mir am Arsch klebt. Psst, du musst nicht das Offensichtliche sagen. Sag ja nur die Disney-Liste. Ja, Entschuldigung. Der perfekte Raub. Komm, wir kümmern uns einfach nicht drum, was Lauri sagt. Ach, die Haut weiß wie Schnee. Ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen rassistisch, ne, wenn man halt eben die Betonung darauf legt. Was war das denn jetzt? War das Hupen gerade im Spiel? Habt ihr es gehört? Echt? Ohne Witz jetzt? Der hat so gerade voll gehupt, oder? Brrrr. Oder war das draußen? Ich habe gerade voll Hupen gehört. Oder denkt Toffi wieder nur an Hupen? Ja, siehst du? Hab ich doch gedacht. Das kommt bei jedem Level, aber echt jetzt? Mörp, mörp. So, also, wir spielen jetzt weiter hier. Guck mal hier. Ich wedel jetzt mit meiner Schleife wieder. Hallo, ich bin Peach. Ah, ich kann wedeln. Oh! Gleich mal hier. Oh, ach so. Oh, kann ich wieder tanzen? Ein Meisterdieb könnte sie aufhalten. Ja, aber ich bin kein Meisterdieb. Ich muss ein Dieb sein? Oh mein Gott, ich bin jetzt böse, Peach. Die Räubertruppe des plant Übles. Du solltest auch vorsichtig sein. Oh. Die Räubertruppe! Die Black Queen, hey! 3 Stream-Serie für die lustige Unterhaltung. Oh, danke schön. Und Blub Nana, danke schön für Trinkwas. Jetzt erstmal die Post machen, ne? Halte die Liebe! Ja, ich bin gerade noch mit der Post beschäftigt. Warte mal. Guck mal hier, erstmal alle Postbeamten erstmal wieder zur Besinnung bringen. Kann ich die auch noch zur Besinnung bringen? Nee, kann ich nicht. Hier ist bestimmt irgendwas versteckt, oder? Kann ich da reinhüpfen? Nee, ne? Die Theatris werden überfallen. Ja, nein. Das geht doch nicht. Da ist doch bestimmt irgendwas... Hey, da muss doch was versteckt sein. Kann man hier mal Bilbo Beutlin anrufen? Wird ein Meisterdieb gebraucht? Nee, wer... Oder hier, Meisterdetektiv Pikachu. Das beste Spiel aller Zeiten. Sowohl der erste als auch der zweite Teil. Ganz spontan Husten gekriegt. Entschuldigung, das Spiel war echt nicht gut. Ihr wundert euch, warum ich das nicht durchspiele. Warum wohl? Es ist einfach so ein solches Kinderspiel. Ich weiß, es soll ja für Kinder gedacht sein, aber trotzdem. Ich komme nicht an den Wachen vorbei. Warte mal, wo ist der Hochhupf? Hups. Hallo. Es geht nicht? Kann ich sie bezirzen? Ja. Achso, ich kann doch einfach runterlaufen. Da war eine Treppe. Ach so, Entschuldigung. Ja. Ich habe das Licht angemacht und deswegen sind die jetzt tot. Hä? Okay, Polizisten sind allergisch gegen Licht. Gut zu wissen. Bitte nicht den Schuh verlieren. Dann wären wir mal wieder bei Cinderella, ne? Okay, da darf ich nicht durch, ist klar. Sieht ein bisschen aus wie Romeo und Julia, ne? So, da kann ich hoch. Hier auch. Nein, ich wollte da...
Warte mal. Wo kommt man denn weiter? Da kann man bestimmt auch hoch, oder? Ach, da kann ich gar nicht. Willst du mich verarschen? Ah, doch. Ui, du bist an den Wachen vorbeigeschlichen? Wenn du so fähig bist, dann würdest du mir bitte folgen? Ich kann dir jetzt schon nicht folgen. Hier entlang. Was ist jetzt los? Ja, die sind tot. Die habe ich gerade zu Tode gelichtet. Hier ist es. Mal sehen, ob ich recht hatte. Ja, du solltest das Zeug dazu haben. Das Zeug dazu habe ich erst am 1. April. Verstanden? Da wird Marihuana legalisiert. Dann habe ich das Zeug. Das war ein schlechter Witz, oder? Ja, Entschuldigung. Ich wollte es mal einbringen. Willkommen in unserer geheimen Zentrale. Okay, warte. Licht! Jetzt sollen wir keinen Polizisten hier reinlassen, sind sonst tot. Okay. Das war jetzt richtig, oder? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich was vorweggenommen habe. Wo war jetzt das Secret? Ich dachte, da oben auf dem Dings wäre das Secret. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Oh, Sailor Peach. Sailor Meisterdiebin. Oh, holder Romeo, wenn du mich liebst, sagst ohne Scheu. Ja. Das alles ist mir neu. Nur Vertrauen auf ganz auf dich. Was kann ich denn machen? Ach so. Alter, das hat ja richtig Persona-Vibes. Schleiche dich von hier aus in ihr Gebäude. Wir unterstützen dich nach Kräften. Erstmal zurücklaufen. Nee, darf ich nicht. Hä? Hä? Ach so, da kommt was. Ich dachte, ich muss einfach nur springen. Hui. Ja, wenigstens habe ich ein Herz wieder zurückgekriegt. Das Spiel hat ein Herz. Boah, ey, ich ist richtig krass drauf, ne? Oh, ups. Ich darf nicht so oft in den Chat gucken, Leute. Boah, die ist ja richtig krank drauf, Alter. Peach hat's faustdick hinter der Peitsche. Nee, das ist keine Peitsche, ne? Das ist... Alter, aua, au! Oh. Ich muss doch runter... Ah! Alter! Au! Scheiße! Da wird man die ganze Zeit getroffen! Ist ja widerlich. So sicher rein, oder? Ich habe bestimmt was verpasst. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber alle Sterne habe ich, glaube ich, bisher, ne? So, und jetzt? Mir fehlt ein Schlüssel, ne? Ach so. Nee, warte. Ah, ich dachte, ich muss die Lichter anmachen. Nee, okay. Dann gehen wir jetzt mal runter hier. Okay. Hallo? Steuerung. Drücke von einem Schloss B, um es zu deaktivieren. Hab ich doch gemacht. Hab ich nicht gerade B gedrückt? Ich bin doof. Wir das Zeug haben, ne? Kann ich das kaputt machen oder so? Ah! Nein, nein, ich sterbe! Oder doch nicht? Wo bin ich? Dieses Level ist total verwirrend für mich. Hilfe! Ach so, ich muss einfach nur oben auf den Dingern drauf. Ich dachte, ich kann die looten. Alter! Okay, alles klar, warte.
ich kann die Dinger looten. Catbat. Toffi, bin leider raus, weil ich möchte es mir auch kaufen, ein bisschen selber entdecken. Ich denke, du verstehst es. Enjoy. Catbat, danke, das verstehe ich voll und ganz. Vielen, vielen Dank, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Wie komme ich jetzt da hin? Aua! Ja, einfach hinten dran laufen. Kostet dich ein Leben. Ja, ich wusste ja nicht! Man sieht ja hier nichts. Ich kann ruhig mal das Licht anmachen. Warte. Nee, warte, hier so. Ach, die kann man ausmachen! Die Dinger kann man ausmachen, das wusste ich nicht. Diese komischen Laserviecher. So, da komme ich jetzt aber nicht mehr hoch. Beziehungsweise muss ich auch gar nicht mehr, ne? Ich habe ja alles gefunden, glaube ich. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir B drücken. Piep, 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 piep. Oh, oh, Hilfe! Ach so! Alter, war das knapp. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Aua! Warte. Okay, jetzt geschafft. Oh, da oben ist noch ein Ding. Scheiße! Warte. Mann, wie komme ich da hoch? Ich muss da hoch. Ich muss. Ah, da oben. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich brauche das Ding da. Ja, ich werde gleich sterben. Ne? Ich bin gleich sowas von tot. Aber wie komme ich da hin? So, so. Ah, da kann man so einen Schalter betätigen. Okay, jetzt. Aber wenigstens kriege ich ein Herz wieder zurück. Uah. Yeah, okay, ich habe alles. Leute, Hauptsache, wir haben alles. Das Wichtige. Wenn ich sterbe, ist nicht so wild. Ich meine, das ist Peach. Ist ja nicht so, als wäre das Mario. Oder Rosalina oder sowas. Nein, es ist ja nur Peach. Oder gibt es irgendeinen Peach-Fanclub von euch? Warte, warte mal. Sorry, ich muss mich für morgen vorbereiten für die Arbeit, aber einen schönen Sonntag. Walking Dead, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Sonntag. Und viel Spaß bei der Vorbereitung. Kann man das so wünschen? Vorbereitung für die Arbeit wünschen? Spaß, meine ich. Oh, schnell Licht anmachen! Die Gegner sind da. Ja. Oh Gott. Okay, man muss sie mehrere Male besiegen. Okay, damit habe ich mich jetzt selber getroffen. Okay. So. Das ist quasi eine Art Rätsel. Aua! Ich werde gleich tot sein. Oh Gott, Hilfe. Ich glaube, ich habe ein bisschen doof angestellt, wa? Da muss ich auf 50 Sachen achten. Da bin ich heute nicht imstande zu. Heute ist Sonntag. Ich bin nicht multitaskingfähig am Sonntag. Ja, so jetzt ein bisschen Anstrengung hier, ne? Ein bisschen nachdenken. Also die zwei waren ja easy. Und die zwei zu besiegen ist auch mega easy. Da muss man nur ein bisschen aufpassen hier. So, das ist auch ganz okay, wenn man weiß wie. Kurz warten, genau so. Jetzt kann ich hier rüber hüpfen. Kurz hier stehen bleiben, genau. Und jetzt nimmt man die... Alter, so schwer ist das nicht. Toffi. Also bitte, ne? So, warte, jetzt muss ich kurz wieder warten. Da hat man sie wirklich... Also, ne? Ich bin gerade sehr, sehr enttäuscht von mir selbst. Betatsche es, genau. Wer hat sie jetzt platt gemacht? Boah, Alter, voll umgebracht. So. Du hast es geschafft. Alle Juwelen sind wieder da. Zeit, dich zu verabschieden. Ich habe wenigstens einen umgebracht. Das war mir noch wichtig. Hilfe! Wir haben einige Drohnen losgeschickt. Nutze sie, um aufs Dach zu gelangen. Ist mir doch ein bisschen viel... Oh nein, Zeitdrucklevel. Ich liebe sie so sehr, ne?
Ist wirklich so. Ich liebe Zeitdruck-Level ohne Ende. Gott, Hilfe! Boah, Gott, ich hasse sowas. Aber ich muss alles mit... Ich muss alles mitnehmen! Ich muss doch alles mitnehmen, Leute. Das ist doch ganz viel... Da ist so ganz viel Zeug, das kann ich doch nicht liegen lassen. Bin bei den anonymen Loot-Süchtigen. Was macht sie denn? Was macht sie denn? Sie. Achso, ich muss Wandsprung machen, oder? Sie kann keinen Wandsprung. Was macht sie denn? Ich versteh's nicht. Sie kann keinen Wandsprung. Ey, Alter. Sie kann keinen Wandsprung. Achso, ich muss nochmal drücken. Ich dachte, ich muss Wandsprung machen. Ich habe schon einen scheiß Stern verpasst. Verdammt. Wieso macht sie keinen Wandsprung? Das konnte ich doch vorher auch. Als ob die das verlernt hat, weißt du? Als die Zorro Peach war, hat sie das doch auch gekonnt. Und jetzt auch. Ich weiß nicht, wie das geht. Okay, warte. Hilfe! Okay, den hole ich mir. Genau. Jetzt habe ich wieder einen verpasst, weißt du? Boah, die ist schon krass drauf, ne? Das ist eine richtige Peach. Also richtig. Also, wenn ich irgendwo einen Pfirsich hätte, ich würde ihn echt Peach nennen. Halt nach ihr. Für so einen tollen Pfirsich, weißt du? An und für sich gebe ich denen keinen Namen, aber heute würde ich ihn tatsächlich Peach nennen. Weil sie so toll ist. Die Schleife habe ich auch nicht gefunden. Oh Gott, ich bin so schlecht. Wir müssen alle Level nochmal machen, Leute, ne? Also fast alle. Wir haben fast jedes Level verkackt, was die 100% angeht. Ach Gott. Aber ich habe andere. Guck mal hier, ich habe noch die da. Guck mal hier. Die ist besser als Peach, oder? Oder? Finde ich die nicht besser als Peach? Kann man die überhaupt erkennen? Die ist so ein bisschen krissig, weil die nicht fokussiert wird, ne? Mit der Kamera. Fokussiere jetzt! Fokussiere! Hier, jetzt hier, guck mal. Urbosa. Urbosas Pfirsiche sind doch aber auch nicht schlecht. Wäre doch langweilig, wenn alles auf Anhieb klappen würde. Ja, das stimmt schon. Also dann hat man wenigstens einen Grund, die Level nochmal zu machen, ne? So, neuer Bossgegner. Ich bin gespannt. Gut, und jetzt öffnen wir diese Tür mit Funkelkraft. Gibst du mir einige der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Nö. Gibst du Stella 15 Funkelkristalle? Nein. Was denn? Man muss auch mal Nein sagen können. Sie hat noch nicht mal Bitte gesagt, oder? Hat sie Bitte gesagt? Hier, gibst du mir einige der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Wo ist das Bitte? Nein. Ja, auch Nintendo NPC-Charaktere muss man ein kleines bisschen erziehen können, oder? Wenn die nicht zulernt. Ja gut, komm, machen wir's. Die unbelehrbar. Diese verwöhnten Sterne. Dann knallt die auch noch mit der Tür. Die ist echt unerzogen, wirklich. Die hätte ich auch selber welche sammeln können. Ja eben, die läuft die ganze Zeit mir hinterher und hilft mir in den Null, weißt du? Die könnte mir auch einen Hinweis geben. Übrigens, da ist einer oder so. Macht sie auch nicht, weißt du? Wir suchen Sterne. Das sind quasi ihre Vettern dritten Grades oder irgendwie sowas. Aber sie, nix da. Mach ich nicht. So, wenn das nicht die kleinen Mäuslein sind, die ganze Zeit durch mein Theater huschen.
Also, was haltet ihr von meinen Werken? Gefällt euch meine höchst fesselnde Vorstellung? Hebt euch die Antwort für später auf. Ein kleines Vöglein verriet mir, dass ihr beide hier für etwas Unfrieden gesorgt habt. Ihr habt sogar gewagt, einen Funkeli zu befreien, den ich unter größten Mühen eingesperrt hatte. Eure Anstrengungen sind entzückend. Doch einen jämmerlichen Funkeli zu befreien endet noch gar nichts. Viper, bitte unterhalte unsere ungebetenen Gäste, ja? Ich würde gern sehen, ob sie ein Fünkchen Talent haben. Oh, oh, eine Schlange. Oh ja, danke. Sowas liebe ich ja, ne? Muss es eine Schlange sein? Suchschein-Viper. Die ist doch niedlich, ja? Oh Gott, Hilfe! Okay. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen, offensichtlich. Ah, guck mal, ich kann Schlangen... Oh, ich kann Schlangen töten. Das finde ich jetzt gerade irgendwie sehr, sehr motivierend. Oh, oh cool. Ich habe sie besiegt. Oh, ups. Nicht erwischt. Haha, Trottel. Trottel. Oh. Ups. Geht das nicht? Ach so. Ja, ich muss da hinten gucken. Habe ich nicht gemacht. Ach so, und noch mehr... Oh, oh, Button Smashing. Entschuldigung. Button Smashing B müssen wir machen. Franziska, guten Tag. So, ich krieg ein Herz zurück. Oh, schön. Gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück. Warte kurz. Ja, ich wollte auf nie mal sicher gehen, nicht, dass ich das falsch mache. Da läuft übrigens eine Zeituhr. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass das... Oh, ich hätte ausweichen müssen, ne? Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mich beeilen muss in dem Spiel. Aber ich glaube, du solltest dir eigentlich mehr Zeit lassen, oder? Weil ich meine, wie gesagt, du wirst ja hier gesucht und so. Wenn du dich da zu sehr beeilst, kriegst du einen auf den Deckel. Oh. Hollali. Siehst du? Aber ich wurde nicht getroffen. Zumindest beim zweiten Mal nicht. Aber wieder sehr kreativer Bossfight, muss man sagen. Finde ich ganz gut. Auch wenn er jetzt nicht unbedingt gerade das Allerschwierigste ist. Sobald, man muss es halt verstehen. Man kann hier auch mal gern draufgehen, ist ganz klar, wenn man es von Anfang an nicht richtig verstanden hat und sowas. Aber, ich finde trotzdem... Oh. Dass die Bossgegner hier nicht wirklich ins Gewicht fallen, was die Schwierigkeit angeht. Auf keinen Fall. Oh, warte. Oh, ups. Ja. Na, oh, als ob der mich gesehen hat. So. Oh, da wird mitgekommen. Lady Lucifer, hallo. Danke. Lady Lucifer, danke schön für den Follow. Oh. Bams. Trottel. Alter, guck mal, ich mache hier einen richtigen Boss-Rush hier. wie nennt man das? Speedrun, ne? Speedrun. Okay, der war jetzt echt nicht der Rede wert. Ich glaube, der schwierigste Boss tatsächlich war der... War das der zweite? Ich glaube, der zweite Boss war bisher am schwierigsten. Der erste... Nee, selbst der. Da habe ich nur die, ich glaube, da habe ich nur die, den Controller falsch rumgehalten. Oder war der erste am schwierigsten? Ich weiß es nicht mehr genau. Hallo, Lady Lucifer. Oh Gott.